So, servus, ich bin der Bruder vom Accountinhaber. Und da mein Bruder beschlossen hat, Minecraft Let's Plays zu machen, habe ich beschlossen, ich fange jetzt mal mit Amnesia. Das wird er dann auch vielleicht mal weitermachen oder so. Keine Ahnung. Amnesia, wir machen mal ein neues Profil. Fangen von vorne an. Ganz neues Spiel, sehr gut. Also Amnesia, wer es nicht kennt, das ist von Frictional Games, einer schwedischen Firma, ein Survival-Horror-Game in First-Person-Sicht. Ich habe es vorher schon mal ein bisschen angezockt, werde also am Anfang ein bisschen schneller durchgehen, mach aber alles so, wie ich es beim ersten Mal getan habe, soweit ich mich erinnere. Und so weit bin ich noch nicht. Also ist auch für mich relativ bald wieder was Neues dabei. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I Die Dinge. Must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is. Ui, eine rote Spur. I am Daniel. Also, ich habe auch in der Sequenz schon alles steuern können. Ja, ich werde jetzt nicht immer alles, was da unten an, wenn die Stimme auf Englisch brabbelt, werde ich jetzt nicht alles extra nochmal vorlesen. Das kriegt ihr dann schon hin, denke ich mal. Andere Notizen, die ich finden werde, denke ich auch einige, wo nichts dazu extra gesagt wird, die kann ich dann vorlesen. Werde ich jetzt auch anfangs machen. Wenn ihr es nicht wollt, könnt ihr das dann immer noch in einem Comment schreiben. Dann werde ich aber lang genug draufbleiben. So. Ich schaue jetzt erstmal, wie das mit der Lautstärke passt. Grafiken Gamma, ja, den habe ich ganz gut eingestellt, das kenne ich schon. Master Volume 4, das passt. Da hört ihr mich gut und ich höre das Game und ihr auch. Darauf kommt es an. Gleich zu Beginn bei diesem Game muss man gelegentlich rushen, davonlaufen, nur erstmal alles durchsuchen. Und wichtig ist, was mich, soweit ich bisher bin, schon gelegentlich angekotzt hat, ist, Sprinten und Ducken liegen sehr nah beieinander. Und das kann sehr ätzend. Also ich kann hier alles nehmen, bewegen und auch wegwerfen. Zerspringt dann auch schön. Die Grafik gefällt mir recht gut. Sie ist jetzt nicht genial, aber sie ist schön. An einigen Stellen werde ich vielleicht abspacken, wenn irgendwelche Viecher kommen, weil das Game doch relativ gruselig ist und ich spiele es so, wie es sich gehört. Abgedunkelt. Was geht jetzt ab? In einem abgedunkelten Raum. Mit Headset, damit man schön Surround Sound hat und auch leichter Panik kriegt. Ihr habt's vielleicht gehört. Der Charakter reagiert da sehr realistisch. Warte, ich mach mal lauter. Nur zur Sicherheit. Ich werde mich noch ein bisschen an das Let's Play gewöhnen müssen. Bin auch Anfänger, ist mein erstes Let's Play überhaupt. So. Ja. Zunderbuchsen, also Licht spielt eine wichtige Rolle. Man kann auch Stühle nehmen. Macht übrigens auch sehr viel Spaß. Licht spielt eine wichtige Rolle in dem Spiel. Der Typ, den du spielst, hat nämlich Angst im Dunkeln. Und man hat hier, was, das zeige ich euch schnell, körperlichen Zustand und geistigen Zustand. Der geht von glasklar bis zu Punkt, Punkt, Punkt. Irgendwann fällst du in Ohnmacht. Hier hat man das Journal mit Notizen, Tagebüchern, Mementos, alles wichtige Dinge. Werdet ihr auch im Laufe der Zeit noch mitkriegen. Körperlicher Zustand ist auch wichtig. Der geht halt weg, wenn ich gehauen werde. Die Steuerung ist ganz lustig. Man macht alles so auf und zu. Muss man alles mit der Maus machen. Und ich soll diesem Gesabber folgen, denke ich. Zunderboxen. Wie gesagt, mit Zunderboxen kann man so Fackeln und sowas anzünden. Ist recht praktisch. Man kann alles werfen. Macht mir unheimlich Spaß. So. Ihr habt ja vorhin gemerkt, vielleicht, wo die Tür so aufgegangen ist und erschrocken ist, der Charakter reagiert sehr realistisch. Schritte. Oh, was geht? Was? Oh, oh. Ist da was? Ist da wer? Seitlich lehnen. Nein, sieht gut aus.
Wow, 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 wow. Wow, wow, ei. Das macht nicht ich, das macht er selbst. Der hat anscheinend psychisch voll die Breitseite gekriegt. Also, ihr habt das vielleicht einfach mitgekriegt. Der Typ hat aus irgendeinem Grund seine Erinnerung wohl gelöscht. Monster? Nein. Und da ist etwas. Was bist du? Ein Viech ist es nicht, das hätte mich schon angegriffen. Eine Ritterrüstung, hübsch. Und da. Ja. Er reagiert sehr realistisch von schneller Atmen und auch Herzschlag, kann man hören. Das macht es an das Spiel recht mies dadurch auch. Diesen Realismus, der ist manchmal unschön. Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Zu dunkel, das lasse ich mal zu. Er merkt vielleicht, es ist gruselig, es ist sehr gut gemacht. Und diese Spur ist auch nicht sonderlich vertrauenserweckend. Alte Archive. Ein Geschmack von Rosen lag in seinem Mund, türkischer Honig, dachte er. Genau wie beim Konsulat in Konstantinopel. Ich werde diese Dinge jetzt immer vorlesen, keine Ahnung, ob sie Sinn ergeben. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir dann im Verlauf des Spiels wohl sehen. Ich werde einfach alles durchsuchen, auch nach allen Notizen und sowas Ausschau halten. Die sind wichtig für die Story. Weil das... Überall dieser hübsche Wind. Oh, Bücher. Buch, Buch, komm mal her. Kann so nehmen. Das war die falsche Taste. Mit R kann man dann so tun. Pflanzenreich. Also ich... Wow. Oh. Ja. Also ich würde euch raten, wenn ihr halbwegs Nerven habt, legt euch das Spiel mal zu. Es ist nichts für schwache Nerven, aber es ist extrem geil. Macht einen halben Spaß. What happened? Die waren vorher noch nicht da. Alter, alter, alter. Ja. Also ich bin zwar schon ein bisschen weiter, aber ich erinnere mich auch nicht mehr an alles. Jetzt sind sie wieder weg. Ihr seht, es ist gut gemacht. Nichts für schwache Nerven, aber es lohnt sich wirklich. Es gibt auch mit einem Spezialprogramm die Möglichkeit, Custom Stories zu erstellen. Dieses Programm besitze ich allerdings nicht. Ich weiß aber, wie man sie downloadet und all das. Und werde möglicherweise auch zu denen noch, wenn ich hier mit fertig bin, einige Let's Plays machen. Ja. Ja, die. Die Geräusche sind krass. Ja. Ich habe jetzt sogar ein bisschen Öl in der Laterne. Ja, mit F kann man sie rauspacken. So. Wo war ich? Ich glaube, ich war bei den Custom Stories, genau. Die werden wir auch testen, ich und mein Bruder. Wer, welche, das werden wir noch sehen.